Die letzten Takte sind fast geschafft. Der Applaus ist Natalia stets heute sicher. Dass sie hier im sächsischen Großenhain Mozart dirigieren würde, daran hätte die junge Ukrainerin vor einem Jahr wohl kaum gedacht. Aber dann kam der Krieg. Natalia war da gerade zu proben in Italien. Bevor die Probe startete, bekam ich die Nachricht, dass der Krieg ausgebrochen war. Und seitdem war es nicht möglich, zurückzugehen in die Ukraine. Nach ihrer Arbeit in Italien war sie ein halbes Jahr in Bielefeld engagiert. Dank eines Stipendiums der Sächsischen Akademie der Künste kam sie nach Dresden und lebt aktuell in Pirna. Ich habe Familie und Freunde in schwierigen Situationen. Es gibt oft kein Licht. Man kann nicht mal telefonieren. Sie sitzen oft in Schutzbunkern. Natalia Stets denkt viel an zu Hause, versucht so oft es geht mit ihrer Familie und Freunden zu telefonieren. Gegen zu viel Heimweh hilft Natalia dann vor allem ihre Musik. Es gibt ja diese Vorurteile, dass Deutsche sehr pünktlich sind und unemotional. Jetzt arbeite ich mit diesem Orchester und ich sehe, sie sind voller Energie und voller Gefühle für die Musik. Also in der Musik, da sehe ich keine Unterschiede. Für die Musiker der Elbland-Philharmonie spielte es schon bei den Proben in Riesa kaum eine Rolle, dass Natalia aus der Ukraine stammt. Sie sehen in ihr vor allem eine junge, aufstrebende Dirigentin. Das Alter und die Energie, die spürt man durch bei ihr. Das ist sehr erfrischend für unser Orchester, was ja von der Altersstruktur her doch eher älter ist. Das Musikantische ist eben sehr schön, muss ich sagen. Sehr fließend und ja, ich bin begeistert. Man spürte, wie sehr sie die Musik liebt und das übertrug sich auch auf mich. Und wir haben einfach toll zusammengespielt. Bei aller Anerkennung hierzulande, die junge Dirigentin träumt davon, eines Tages wieder zurückzukehren nach Kiew. Vorerst aber wird sie in Sachsen bleiben, dank des Stipendiums forschen und an der Elbe auch wieder den Taktstock heben.